Hallo zusammen. Ja, ein neues Unpacking steht an, wie ihr seht. Ich habe mal wieder ein Paket bekommen und diesmal auch nicht, wie ihr es von mir normalerweise gewohnt seid, von Medienversand oder von Rebuy. Ja, ich habe einen kleinen Tausch gemacht und zwar mit niemand Geringerem als dem Oberhaupt von Black Lava Entertainment. Er wollte ein paar Mediabooks von mir haben, die ich sowieso nicht mehr haben wollte und bei denen mir auch die Filme nicht gefallen haben. Und ich habe mir dafür dann ein bisschen was aus der Black Lava, also aus dem Sortiment von Black Lava aussuchen können. Und ja, da waren auch ein paar sehr schöne Stücke dabei, die mich wirklich auch interessiert haben. Und ja, ich bin schon gespannt, wie die Dinger so aussehen, jetzt live und ob auch ein paar Sachen für euch dann dabei sind, also wo ihr mir auch ein bisschen was in die Kommentare schreiben könnt, etc. Ja. Dann wollen wir auch keine großen Reden mehr schwingen, sondern gleich das Paket aufmachen. So, müsste man das jetzt hier aufmachen können. Oh, Zeitungspapier. Sehr schön verpackt. Gleich mal wegmachen. Ja, und wie man es von Black Lava auch gewohnt ist, ist hier natürlich auch ein Feuerzeug mit dabei. Ich habe ja schon mal was von Black Lava gekriegt, da war auch ein Feuerzeug dabei, finde ich immer ein sehr schönes Gimmick. Ja, und hier ein paar, ja, Werbeflyer. Sehr schön vom Design her, finde ich auch. Ja, und dann kommen wir auch schon zu den Filmen. Das wäre hier zum einen mal Slaughtered Vomit Dolls und Regurgitated Sacrifice von Lucifer Valentine. Ja, jetzt werden sich einige von euch fragen, ja, die Filme hast du doch schon oder die hast du auch schon mal vorgestellt in einem kontroversen Video. Ja, das stimmt. Allerdings wollte ich diese Edition hier haben von den Filmen, da hier deutsche Untertitel mit dabei sind. Und dadurch wird vielleicht auch die Story etwas klarer und man kann die Filme etwas besser verstehen. Also ich hoffe, dass es zumindest so ist. Und ich hoffe, dass dann auch noch der dritte Teil bald kommt. Den werde ich mir wahrscheinlich dann auch noch holen. Da wird ja auch am meisten geredet und deswegen schätze ich, dass auch im dritten Teil dann das meiste von der Story klarer wird. Ja, sehr, sehr harte Kost natürlich. Also das hier ist wirklich nur etwas für die ganz, ganz Abgebrühten. Und ich kann wirklich nur jedem raten, sich von diesen Filmen fernzuhalten, sofern er nicht wirklich seine absoluten Grenzen ausloten will. Also das hier ist wirklich nichts für jedermann. Aber habe ich sowieso schon mal in einem Video vorgestellt gehabt. Ich kann den Link vielleicht auch nochmal unten in die Infobox reinsetzen, falls sich jemand dafür interessiert. Ja, dann haben wir hier als nächstes Paraphilia von Tom Heidenberg. Das ist, soweit ich weiß, der gleiche Regisseur von Necrophile Passion. Ich kann mich jetzt auch irren. Das hier ist die Support-Edition Nummer 90. Ja, bin auch schon sehr gespannt darauf. Beschäftigt sich ja auch mit dem Thema Nekrophilie. Ja, ich finde Filme mit dieser Thematik eigentlich auch immer recht interessant und auch sehr hart. Also hat ja auch schon Aftermath und wie gesagt Necrophile Passion gemacht. Necrophile Passion muss ich mir zwar noch ansehen, aber naja. Das Cover-Artwork gefällt mir ja auch sehr gut. Erinnert ziemlich an Nekromantik, wie ich finde. Also hat wirklich schon was sehr dunkelromantisches und ja. Gefällt mir, wie gesagt, sehr gut und der Film soll auch wirklich sehr, sehr harte Kost sein. Ja.
Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob das auch noch so in diesem Amateurbereich spielt oder ob es wirklich schon in die professionelle Richtung geht. Ich lasse mich da einfach mal überraschen. Ja, und der letzte Film ist Thanatomorphose mit diesem wirklich schönen Cover-Artwork hier auch. Ist, glaube ich, sogar von Black Lava selber gestaltet, soweit ich weiß. Kann mich jetzt aber auch hier irren. Ja, die DVD hier hat sehr viele Extras. Making-of, Audiokommentar, ein paar Kurzfilme und ganz wichtig natürlich auch deutsche Untertitel. Der Film ist nämlich auch nicht synchronisiert hier. Und ja, von diesem Film hört man hier auch nur Gutes, soll auch in die Experimentalschiene etwas gehen. Und ja, für aufgeschlossene Cineasten schätze ich mal, dass das hier ein gefundenes Fressen sein wird. Und ja, wird auch ziemlich harte Kost werden, das Teil. Schätze ich mal, ja. Ja, hier haben wir auch noch zwei Poster. Ja, das hier kann ich jetzt leider nicht zeigen. Das ist zu groß jetzt hier für meine Kamera hier, für das Bild. Allerdings schätze ich mal, ja genau, das ist das gleiche Design von einem der Flyer von vorhin. Und ja, wirklich sehr schön. Das war's auch schon wieder hier jetzt für dieses kleine Unpacking. Ich werde mir die Filme ansehen und dann auch nochmal in einem separaten Update besprechen. Bis dahin hoffe ich, ihr bleibt mir weiterhin treu. Bis dahin, euer Silentium 141.